anschauen. Funktionsdefinition unterscheidet sich an einer einzelnen Stelle, an einer einzigen Stelle hier bezüglich der Syntax von der Prozedurdefinition. Und zwar steht anstelle vom Void an dieser Stelle der Funktionstyp. Das kann einer der Typen sein, die wir jetzt ja bezüglich Java schon kennengelernt haben, wie int, boolean, character, string, double und so weiter. Dann gibt es aber bezüglich Funktionen eine Nebenbedingung, die sehr wichtig ist. Im Rumpf muss es in jedem möglichen Funktionsdurchlauf eine Return-Anweisung geben, wobei der Typ des Return-Ausdrucks konform zum Funktionstyp ist. Das heißt, wenn ich eine Funktion vom Typ int definiere, muss ich in jedem möglichen Funktionsdurchlauf eine Return-Anweisung erreichen, die mir auch einen int-Wert liefert. Das heißt, der Ausdruck dieser Return-Anweisung muss vom Typ int sein oder es muss ein zum Typ int konformer Ausdruck sein. Das heißt, ein Ausdruck von einem Typ, der implizit umgewandelt wird in einen int-Wert, beispielsweise short oder character. Das nenne ich konform. Im Allgemeinen ist das natürlich gleich, aber Konformität reicht aus wegen der impliziten Typumwandlung. Eine Funktionsdefinition hat zunächst keine Auswirkungen auf den Programmablauf. Es wird eine Funktion mit dem angegebenen Namen und dem entsprechenden Funktionstyp eingeführt. Und Funktionen kann ich genau dort definieren, wo ich auch Prozeduren definieren kann.